Hallo. Guten Tag. Hi. Das ist Lars. Das ist ich nicht. Wow. Schreibt den Namen unten in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Meine werten Damen und Herren, heute geht's wieder los. Wir sehen nichts. Vor uns befinden sich zwei Getränke. A oder B. Wir wissen nicht ganz genau, was da drin ist. Wir wissen gar nicht, was da drin ist. Und wer was bekommt. Wir können hier unsere Strohhalme durchstecken und dann können wir das trinken. Willst du A nehmen oder B? A. Nimmst du A? Ja. Dann nehme ich B. Ich habe Angst. Ich habe auch voll Angst. Digga, was habe ich da gerade getrunken? Eigentlich ganz geil. Das schmeckt so nach Saft, meins. Ey, ist das rote Beete? Habe ich rote Beete? Dein Gesicht ist voll rot. Hä, was hast du? Irgendwas Süßes. Schmeckt wie Eistee oder so. Ich weiß nicht, was bei mir drin ist. Das ist Eistee oder sowas. Ja, ich glaube auch. Boah, schmeckt so viel besser. Probieren wir mal eins. Ja. Guck mal, wie cool das aussieht. Ja, das sieht mega cool aus. Ah. Waldbeere-Eistee. Oh, das andere ist rote Beete. Okay. Ich muss mal kurz durchspülen nochmal. Okay, wir machen weiter. Bis gleich. Ja. Ich hebe ab. Yo, was geht ab, Leute? Was geht ab? Check this flow. This is Lars Oder's soul. He's drinking the drink like he's sipping on the pole. Okay. So. Ist das ein altes T-Shirt? Ich denke schon. Hier kann irgendwas Ekliges drin sein, aber hier auch. Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir das oder das? Welches würdest du lieber nehmen? Oder Schere, Stein, Papier, der Gewinner darf aussuchen. Okay. Aber Speed-Version. Schere, Stein, Papier! Oh! Verdammte Axt! Ich nehme B. Ich habe mein Schwert eingeloggt. Ich will nicht. Aha. Boah, schmeckt echt ganz lecker. Also. Was hast du denn? Oh, Junge. Das ist Gurkenwasser. Ich habe so einen richtig leckeren Drink. Wir haben ein Video gemacht, wo wir Gurkenwasser geäxt haben und ich habe so zwei Schlücke davon getrunken, das komplette Glas getrunken. Ich liebe Gurkenwasser. Ist da Gurkenwasser drin? Ich ex das Gurkenwasser weg. Ich liebe dieses Zeug. Oh, Junge. Hoffentlich sind da auch noch ein paar Stückchen drin. Was hast du gehabt? Himbeere. So, Junge, ist das sauer, aber schmeckt richtig lecker. Ich liebe dieses Zeug, ey, das mit Essig und so. Oh, gönn dir mal, schmeckt lecker. Oh, ist das sauer. Oh. Oh. Was denkst du, was ist das? Himbeere. Echt, Himbeere. Ist das Himbeere? Tatsache, ich hätte niemals gedacht, dass es Himbeere ist. Ich fand, Gurkenwasser hat sogar besser geschmeckt als Himbeere. Ah. Du bist richtig widerlich, Mann. Bis in der nächsten Runde. Ich stelle mir das richtig gut vor. Ich weiß nicht, warum wir befreundet sind. Da, leck. Auf! Wir müssen uns jetzt entscheiden. Okay. Ohne zu riechen. Komm hier nach hinten. Oh, okay. Lars riecht nämlich immer. Ich riech nicht. Was wollen wir nehmen? Ich glaube, ich nehme dieses Mal A. Ich würde B nehmen. Oh, ich habe gerade voll. Du nimmst B. Lass ich habe gerade voll Gurke ausgerülpst, so ein bisschen. Oh. Ich nehme diesen hier. Das ist so komisch, wenn man nicht weiß, was da kommt. Nee, warte, pass auf, ich habe eine Idee. Das ist ein Cave, gell? Ich bin super Drink. Ich trinke da jetzt raus. Okay. Und ich sag dir, ob das lecker schmeckt oder nicht. Und du musst herausschätzen, ob ich lüge oder nicht. Okay, mach. Gelogen. Doch. Was? Schmeckt richtig schlecht. Jetzt darfst du entscheiden, was du trinken willst. Das Safe schmeckt es gut. Ich sage, es schmeckt richtig übel. Gib mal ein Stück weg. Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht sicher, ich glaube. Aber du darfst nicht riechen, Lars riecht die ganze Zeit. Ich riech nicht. Ich bleib hier. Bei dem hier. Du hast ja wieder gerochen. Ich hab's nicht gerochen, ich habe aber die Konsistenz gesehen. Guck. Was ist das? Das ist ja Mais. Was ist das? Das ist, glaube ich, Buttermilch oder sowas. Ja, aber nicht. Das ist Ayran, ja. Ist Ayran? Geh mal raus, probier mal das hier. Oh, bitte nicht. Probier's mal. Okay, wir machen ein bisschen Ayran. Nach Pups. Oh, ich liebe Ayran. Oh, aber gemischt schmeckt das richtig widerlich, Mann. Boah. Aber ein guter Ayran a day keeps the Döner not away. Aber Ayran ist schon lecker. Aber dieser Sauerkrautsaft, Digga, den kriegst du nicht runter. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Nee, du trötest jetzt hier schon wieder rein.
Okay. Hallo. Wir machen so. Entscheide jetzt schon, ohne dass die Zuschauer es wissen, was du nimmst. Ganz sicher, dass du das nimmst? Die hier? Ja. Dann nehme ich die hier. Schon komisch, irgendwie seinen Strohhalm in so ein Loch reinzustecken und dann daraus zu trinken, gell? Warte. Ich habe keinen Bock. Bist du dir ganz sicher, dass du das Nein. hier trinkst? Boah, bist du dir sicher, dass du das probieren willst? Ja, trinkst du? Schmeckt nicht gut. Safe trinkt der da gerade einfach Cola oder sowas, oder? Das ist doch Cola, oder? Ich weiß es nicht. Probier's. Sag das Cola. Probier's doch. Boah, ist das eklig. Ist aber einfach noch so Billo-Cola. Da ist aber irgendwas drin, Mann. Was ist denn hier drin? Lass es, hör auf. Oha, das ist auch Cola. Probier mal, wirklich, das ist auch Cola. So wack. Probier es. So ich schwöre dir, aber das ist mit irgendwas anderem. Das ist auch Cola. Aber mit irgendwas gemischt. Was ist das? Boah, aber im Nachhinein schmeckt es schon schlechter. Das kann sein, dass es so Kürbissaft ist oder Karottensaft. Ich glaube, es ist so Tomatensaft, Karottensaft. Ich glaube, Karottensaft ist das. Ich sag Karottensaft mit irgendwas Sprudeligen so. Karottensaft mit Cola vielleicht. Cola. Lass gucken, oder? Ja. Tomatensaft Energy. Oh mein Gott. Das ist Tomatensaft mit Energy Drink gemischt. Das schmeckt übertrieben nach Karottensaft einfach. Hör jetzt auf den Boden. Guck mal, was. Was ist das? Alter. Und das andere war? Tomaten. Aber Cola. Aber das war gut. Nimm das weg. Da sind wir wieder. Welches nimmst du? Da ist wieder irgendwas richtig Widerliches drin. Mach ich den nehme einfach wieder den da. Ich nehme B. Ich nehme den da. Nein, ich habe schon B genommen. Aber ich nehme B. Ja, okay. Okay, lass wieder zusammen trinken. Ich kann das nicht. Was hast du gehabt? Gar nicht mal so schlecht. Was hast du? Das ist auf jeden Fall irgendein Saft, also so ein Nektar. Ich könnte jetzt nicht erraten, welche. Vielleicht. Ich glaube, ich habe so eine Vitamintablette oder sowas. Lass mal tauschen. Ja, Junge, das geht eh nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall irgendein Nektar. Alter, das ist ein Smoothie. Ja, aber was, denn, was für ein Geschmack ist das? Irgendwas mit Apfel. Apfel? Apfel und Kiwi. Ist Apfel Kiwi, Smoothie, Smoothie, Apfel Kiwi mit Zucker. Ist es mit was gemischt oder was? Ist es nicht nur Apfel Kiwi? Apfel, Kiwi und Banane? Ich glaube, das da ist nur ein... Was ist das, gell? Keine Ahnung. Zitrone, Brause. Siehst du, ist doch Brause gewesen. Wie eine Brausetablette. Apfel-Limette? Also doch Apfel-Kiwi-Limette. Ha! Aua! Punkt für mich! Ding, 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 ding. Okay. Genug Sport. Das ist die letzte Runde. Das hier nehmen wir jetzt weg. Okay. Nee, gib her. Nicht machen. Okay, ich krieg ihn nicht zerbrochen. Wir müssen jetzt auswählen, was wir wollen. Das, was kommen wird, musst du exen. Das ist die Finalrunde. Wir müssen jetzt auswählen, was hier drin sein wird. Und dann muss man es exen. Ich kann das nicht machen. Das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Bitte, Robert, du willst es nicht machen. Bitte. Wir müssen es exen. Jeder muss sein Glas exen. Und du darfst auswählen. Okay. Ich nehme das. Okay. Ihr seht jetzt, was drin ist. Du hast A gehabt. Ich drehe um. Ja. Ja, oh mein Gott. Ja, ja. Oh mein Gott, was ist das? Senf, Maggi mit Wasser. Das kannst du ja nicht mal exen. Hey. Alter, das ist unten, das hat sich abgesetzt. Digga, das kannst du nicht exen. Du hast es gesagt. Aber ich brauche da einen Eimer, wenn ich. Ich muss davon kotzen, wenn ich das trinke. Ein Mann, ein Wort. Ah, was ein leckerer Drink. Auf dich. Gute Idee. Wollen wir auf drei? Okay, drei. Von Spaß schmeckt voll geil. Ah, nee, schmeckt eigentlich gar nicht geil, aber es ist schon richtig widerlich. Das hier schmeckt auch total seltsam. Irgendwie nach Gewürz oder so. Ist das eklig. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht trinken. Ich kann das nicht mehr trinken. Ist hier nur Holunderbeere drin? Das schmeckt irgendwie so nach Gewürz. Klar. Ich probiere das erst gar nicht. Ich will das nicht. Ich probiere das erst gar nicht. Mach du Abmoderation. Ich geh mal kurz. Nun ja, was soll ich sagen? Hat richtig geil geschmeckt. Roman, ist alles okay?
Keine Antwort. Okay, Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt unsere Instagrams ab unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, das war's erstmal. Falls ihr Bock auf mehr habt, bitte nicht. Tschüss.